Herzlich willkommen, eure Freunde. Im letzten Part haben wir einen neuen Tyrannen kennengelernt, des Waldes, und der Wald wird jetzt angegriffen. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo... Hä? Wo sind die denn? Also ich sehe hier niemanden. Hier ist auch niemand. Muss ich nach rechts laufen? Oh, warte, ich speichere mal sicherheitshalber. Ja, überschreiben, super. Sehr gut. Hier ist auch niemand. Hä, also es gibt anscheinend Eindringlinge. Nur ich habe noch keinen davon gesehen. Ach, vielleicht weiter unten. Vielleicht weiter unten oder hier links? Ja, hier links sind noch Häuser. Oh, da gehen wir auch mal rein. Oh, eine Truhe. Hihi, niemand da. Drachenpfeife, danke. Danke, danke. Oh, ihr habt sie echt gemütlich, tatsächlich. Finde ich eigentlich schön. Okay, das ist kein Eingang. Wie es aussieht. Oh, wer ist das denn? Uff, vielleicht gibt es hier doch nichts Wertvolles. Eventuell auf der anderen Seite des Dorfes. Hm? Wer bist? Oh, du bist ein Goldhelmer, so cool. Bist du auch hier, um aus diesem Dorf zu klauen? Hehe, zwei dumme, ein Gedanke. Ich und mein Partner versuchen seit Tagen, um diese Felsen herumzukommen. Und heute war er einfach weg, wirklich. Hier gibt's allerdings nichts vom Wert. Lass uns woanders suchen, oder? Nee. Ich lass dich nicht durch. Ey, Was ist dein Problem? Du gehörst doch wohl nicht zu denen, oder? Aha, er will also wirklich kämpfen gegen mich. Oh mein Gott. Der hat eine Ratte. Er hat eine Ratte, Leute. Erstmal Griffwurzeln. Oh nein, fehlgeschlagen. Ist gar nicht gut. Nochmal Griffwurzeln. Sehr gut, fünfmal. 5×25 ist schon... Oh, ist doch weniger als gedacht. So, was machst du denn da? Hab keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ausgewichen, glaube ich. Jetzt aber nicht. Hahaha. So. Grüne Serre. Oh, das ist eine Angriffsattacke. Lel. Das wusste ich nicht. Dass das eine Angriffsattacke ist. Okay. Oh nein, was macht der? Weiß ich nicht. Achso, er hat, glaube ich, Ausdauer wiederhergestellt. Aber machen wir nochmal Griffwurzeln. Oh, nur eine Runde, das ist aber wenig. Das ist echt schwach. So, Elektro-Dings. Ich hoffe, du schaffst das. 176, oh, wird knapp. Wird knapp. Aber du hast eigentlich den Typenvorteil. Ja, okay, wird doch nicht so knapp. Sehr gut. Außer, dass du jetzt eingefroren... Ah, ne, bist du nicht. Bist noch nicht eingefroren. Sehr gut. Oh, Reptomotor, super. Elektrokraft, oh Gott. 46, ja, geht. Super, also, dass er die ganze Zeit verfehlt, ist echt gut. 37, oh, 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 es könnte echt knapp werden. Ja, egal, macht nichts. Wir haben hier noch unser Fanglory. Zwillingstornado, komm, Zwillingstornado reicht, oder? Oh Gott, das reicht nicht, ich bin so trash. Egal, wir haben es auch so geschafft. Oh mein Gott, ein Magna-Dingsy, der sich auch nur heilen kann. Das spricht aber gegen die Natur, oder? Meinte ich, kann den einfrieren? Nee, ne? Oh nein, ich bin verbrannt. Aua, das tut weh. Das tat weh. Ja. So, ruhst du. Ne? Ruhst du. Was kannst du? Feldsturz, ne? 36, sehr gut. Heißt noch zweimal angreifen, einmal angreifen. 52. Oh, bitte, als erst. Super. Mega gut, Rest du. 41, ne? Okay, schade. Eher gefährlich. Nicht gehen, nicht gehen. Wir bringen zu Tikala. Lord Tikala wird entscheiden, ja? Sagte der Typ nicht, er wäre mit einem Partner hier? Der könnte irgendwo in der Nähe des Dorfes sein. Wir sollten nachschauen. Ja, das stimmt. Aber ich müsste mein nächstes Mal erstmal heilen. Beim Dorf. Da, wo ist er?
Im Haus? Oder wo? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Ey, lass ihn in Ruhe! Oh, nee, da ist keiner. Da war keiner. Ist er hinten? Nee, hier ist er auch nicht. Okay, dann ist er rechts. Dann ist er irgendwo rechts. Hätte er uns eigentlich begegnen sollen. Ist er da im Haus drin oder was? Ah ne, da rechts. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ah, ich bin umzingelt. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss wegrennen. Ah, aua. Mann, Lisa, was soll das denn? Oh, du bist ein Goldhelmer. Ich bin gerettet. Komm schon, du musst mir helfen. Hilf mir, zurück zur Stadt zu gelangen. Die Gilde muss wissen, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht. Was? Du lässt mich nicht gehen? Bist du ein Verräter? Ja, bin ich, in der Tat. Och, was ein Wunder, ne? Was ein Wunder. Wir machen natürlich wieder hier mit unseren Griffwurzeln. Bisschen Spaß. Bisschen Spaß muss sein. Du. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Aua. Ja, aua. Aber das ist ein Kampf für unseren Raptomotor. Raptomotor, setz Elektrokraft ein. Sehr gut. In der Tat sehr gut. Nur ein Lebensdings. Dann mach Ausdauerentzug. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Und, warte. Er hat die Dinger nicht mehr. Okay, weg mit dem. Das will ich haben, Leute. Oh mein Gott, das will ich haben. Das sieht ja richtig geil aus. Wieso gibt es hier so viele geile Nexthimmer und ich verstehe das nicht? Oh, Raxuma, ich durfte es nicht fangen. Das ist ja hier eine Unverschämtheit, ganz ehrlich. Wieso durfte ich das nicht fangen? Ne, lächerlich. Ich hätte das so gern gehabt. Glatteis. 55, super. Zwillingstornado müsste reichen. Ja. Oh, die Katze. Feldklau, die kennen wir glaube ich schon. Oh, ich bin gefesselt. Aua, das tut weh. Ja, das tat auch weh. So, ruhst du. Deine Zeit ist wieder da. Feldsturz. 81? Was? Betäubt. Oh, oh. Okay. Pandra. Du wirst es machen, oder? Aber nicht so. Aha, aber er auch nicht so. 27 nur. Oh, 27 ist nicht gut. Pandra, komm, zeig deine Macht. Zeig, was in dir haust. Und zeig die dunkle Seite. Oh nein, ich bin vergiftet. Aua. Okay. Kaninui, du bist meine letzte Hoffnung hier. Im Kampf gegen das Böse. Psygeisir. Oh nein, ein Malenostra. Malenostra. Aber schaffen wir. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Sehr gut. Und jetzt sein letztes Viech. Weise es in die Schranken. Gut gemacht. Gut gemacht, einfach nur. Was ist das für ein Aufruhr? Oh! Du bist es. Güte, es ist ein Weilchen her. Hallo Atlas. Bring die Eindringlinge zu mir, ich kümmere mich darum. Ah. Hust. Hallo Moritz. Mein Name ist Hilda. In einer Zeit lange vor dieser kämpfte ich mit Atlas und anderen Helden gegen den ursprünglichen König der Monster, Omnicron. Warum ist dein Geist hier? Ich dachte, du wärst in der Geisterzitadelle. Ich habe diesen Ort in der Hand meiner Azubine gelassen. Ich habe gehofft, sie kann Moritz genauso gut unterstützen. Und glücklicherweise war die Geburt von Varus unvorhersehbar. Niemand kann sagen, was uns in der Zukunft erwartet.
Das Einzige, was ich tun kann, ist mit meiner Kraft diesen Ort vor Vardos versteckt zu halten, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Nun dann, der Backup-Plan, oder? Er ist riskant, aber jetzt, wo Vardos die Tyranten vernichtet hat, haben wir keine andere Wahl. Was ist der Plan? Wir können sie zurückbringen. Wir können die gefallenen Tyranten auferstehen lassen. Was? Wir haben die Wiederbelebungsmaschine nicht mehr. Oh doch, wir haben sicherlich eine Wiederbelebungsmaschine. Und sein Name ist Moritz. Moritz, Nara hat der antike Tyrant des Lebens und du bist ihr Sohn. Du hast ihre Kraft geerbt, Leben zu beeinflussen. Du kannst die Tyranten zurückbringen, jeden einzelnen. Eine Armee wird dir zu Füßen stehen, Moritz. Das ist dein Backup-Plan? Wenn wir die Tyranten wiederbeleben, wird Vardos bloß erneut angreifen. Korrekt. Wir müssen uns beeilen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Es gibt keine Garantie, dass die Tyranten sich uns überhaupt anschließen. Es könnte alles umsonst sein. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Taten, Atlas. Tikala nutze seine Kraft, um die Seelen der Tyranten einzufrieren. Fragt ihn und er wird euch ihre Orte verraten, Moritz. Wenn wir das durchziehen, könnten wir über Nacht eine Armee von Tyranten aufstellen. Aber Vardos wird merken, dass irgendwas nicht stimmt. Welche andere Wahl haben wir? Ihr könnt Vardos nicht alleine besiegen. Sprecht mit Tikala, er wird euch den Rest des Plans erklären. Also, nehmt das als kleine Belohnung für das Beschützen des Dorfes. Oh, danke schön. Ich hätte lieber deine Kraft, weißt du? Nun, geh, Schätzchen, dein Aufstieg wartet. Es war schön, dich wiederzusehen. Achso, Atlas. Okay, ich dachte gerade so, hä? Ja. Wir haben sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Es könnte die Mutter von der einen Hexe sein. könnte es, aber ist es, glaube ich, nicht. So, wir heilen uns jetzt erstmal schnell wieder. Und dann reden wir mal mit unseren freundlichen Tyranten. Oh, heißt das, wir bekommen die Wahl ist vielleicht doch? Oh, er ist hier reingegangen. Hätte ich speichern sollen? Ich glaube schon, ne? Ah, Moritz. Ich nehme an, Hilda hat euch den Plan erklärt. Ja, in der Tat, die Idee, diese Monster wiederzubeleben, reizt mich so gar nicht. Aber ihr müsst es tun, Moritz. Ihr müsst Frieden mit euren alten Feinden schließen und zusammen Vardos antreten. Gegen Vardos antreten. Oh. Das sind spezielle Warpsteine zum Ort jeder Seele. Ihr müsst sie alle besuchen, bringt sie zurück in unsere Welt und überzeugt sie für uns zu kämpfen. Mit Naras Kraft in deinem Blut wirst du sicher erfolgreich sein. Wer hat diese Warpsteine platziert? Das war ich. Ich habe sie platziert, wie es mir aufgetragen wurde. Wer? Ach, Coco! Hallo, Coco. Ich dachte, du hast uns verlassen. Wer warst du nochmal? Ach ja, richtig. Du hast uns in der Wüste alleine gelassen. Nun gut, ich habe es wieder gut gemacht, indem ich diese doofen Warpsteine platziert habe. Tikala hat mir alles erklärt, also habe ich mich dazu entschieden, euch zu helfen, die Tyranten wiederzubeleben, Moritz. Gut gemacht, Coco, das spart uns eine Menge Zeit. Aufgrund dieser Warpsteine wird die Gilde nicht die Bewegung von Moritz verfolgen können. Sehr schön. Eine Armee von untoten Tyranten aufzustellen, das ist doch verrückt. Moritz, mein Kind, suche dir einen Warpstein aus, der dich interessiert. Die Seelen sind in der Art abnormaler Baum gefangen. Keine Sorge, du wirst sehen, was ich meine. Sobald du alle Tyranten zurückgebracht hast, können wir unsere Strategie überdenken. Wie war das besiegen? Möge Ursa deinen Weg erleuchten, Sohn der Nara. Okay, Leute. Du kannst jetzt Naras Kraft des Lebens nutzen. Das ist sehr interessant, Leute. Hey, Moritz, denk dran, dass die Gilde keine Ahnung von unserem Vorhaben hat. Also können wir nach wie vor alles tun. Ja, danke schön, Coco, du kleines Dings. Schade, dass du jetzt wieder dabei bist. Ich hab dich nämlich nicht vermisst. Okay, Leute. Ich würde dann aber sagen, an der Stelle ist erstmal Schluss. Oder? Doch, doch, es ist Schluss, Leute. Wir haben einen kleinen Cliffhanger. Ja, der letzte Part war schon ein bisschen zu lang. Und ja, im nächsten Part werden wir dann die Nexomons hier befreien. Die Tyranten befreien. Beziehungsweise wiederbeleben. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.